So, oh, geht das schon direkt los? Ich dachte, meine Festplatte denkt sich auf, wie sonst eigentlich auch immer. Wir sind wieder da bei Magic. Leider immer noch gegen unseren grausamen Doppelgänger. Rico, der Doppelspiegel, Spiegler. Ein Meister der Spiegelmagie fordert dich heraus, dir selbst im Kampf entgegenzutreten. Solltest du siegreich sein, wird er dir verraten, wo du die Katakomben von und Nacke finden kannst. Genau, denn wir wollen ja dahin und einfach jetzt auch mal alles kaputt machen. Muss kaputt gemacht werden. Aber du könntest auch einfach so ein letzter nur das mir so verraten und es sieht schon wieder so schlecht aus von der Hand. Neue Kartenhand bitte. Okay, bisschen besser. Kartenhand behalten. Er hat wahrscheinlich wieder die Katze auf Hand, stimmt? What else, Bitches? What else? So, aber unsere Hand sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Momentan gefallen mir zumindest die Karten, die wir auf der Hand haben, relativ gut. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt rumgeht. Natürlich holt er sich erstmal einen Lebenspunkt. Und zieht und nimmt uns ein. Sagen wir es so. Also ich hoffe jetzt wirklich, wir schaffen den. Weil theoretisch sind es nur noch 7 Parts, die wir spielen müssen. Wie gesagt, theoretisch müssen wir nur noch 7 Kämpfe, also genau genommen hätten wir das Spiel in 7 Parts durch. Es sind nur noch 7 Duelle. Damit den Koop hätten wir dann durch. Es kommt dann irgendwann noch ein Online-Kampf, ich sag's mal so. Ich vertraue dem Braten nicht. Blocken überspringen. Also, ich werde auch noch im Online-Modus kämpfen, aber wir hätten es dann erstmal so, oh, endlich geschafft und so, you know what I mean, you know? So, wir pushen die auf 3-3 und machen uns mal wieder volle Lebenspunkte. So. Und ja, ich habe gesehen, dass es hier einen mit allen Angreifen Button gibt. Ich verwende diesen aber allgemein sehr ungern. Sowohl, in diesem Magic, als auch im anderen Magic, habe ich den sehr ungern verwendet. Was ganz allein daran liegt, dass ich, das war klar, jetzt pusht er den, ne? Nö, er pusht zweimal den und tötet damit. Ja, natürlich hast du die Karte zweimal auf der Hand. Okay, es ist doch für den Arsch. Die Runde. Und Arjani ist tot. Die Karte, auf die wir jetzt angewiesen waren, hat er jetzt gerade einfach mal so eben getötet. Ja, komm, beschwör. Oh, das ist jetzt wieder für den Arsch, ey. Komm. Das kannst du doch nicht bringen. Ernsthaft. Und dann hat er auch noch zwei Karten auf der Hand, weißt du? Greif an, Feigling. Ja, hol ruhig noch eine. Mistgeburt. Ja, was soll ich dann machen? Komm. Wie viel würdest du kosten? Nein, die spiele ich noch nicht. Die spiele ich dann erst nächste Runde. Denn ich will jetzt erstmal hiermit angreifen. Ah, das regt mich jetzt schon so ein bisschen auf. Mann, weil ich wollte den Arjani damit pushen. Denn genau das hatte ich vor. Aber natürlich hat er diese. Ich weiß gar nicht, wie oft ich sie im Deck habe. Also ich habe zumindest zweimal im Deck anscheinend. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich das sogar unter Umständen noch gezeigt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Holen wir doch erst den sogar noch. Weil dann können wir mit mehreren Figuren angreifen. Mit der und der. Obwohl, wir können jetzt auch so angreifen erstmal. Und blockst du mit beiden die 2-2er? Ja, tut er. Das ist egal. Weil ich eh nur einen davon töten kann. Ne, doch sogar beide. Wird das. Manchmal blicke ich nicht ganz durch, muss ich zugeben. Obwohl, doch klar, ich mache einen Schaden auf den anderen. Oh. Gut, interessiert mich nicht ganz so sehr. Hat immer noch eine Karte auf der Hand. Was hast du bloß auf der Hand? Okay, die sollten wir uns auf jeden Fall aufsparen. Damit können wir die einmal schützen. Das heißt, wir haben hier schon mal was sehr Starkes auf der Hand.
Denn er wird wahrscheinlich auf Dauer versuchen, die zu töten. Die hier. Er hat nichts über eine 3-2 Fliegende, das weiß ich. Das weiß ich. Und wie gesagt, er wird wahrscheinlich die versuchen, die zu töten. Weil die ihm ein Dorn im Auge ist. Weil sie pusht mein Leben und haut seins gerade runter. Er hat nämlich nichts Fliegendes momentan. Okay, ein Sumpf. Nichts weiter. Töte eine getappte Kreatur, deine Wahl. Wir könnten eine seiner Kreaturen weghauen, das tun wir allerdings nicht. Es ist auch ein Spontantauber, das können wir gleich auch in deinem Zug machen. Obwohl, nein, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, das behalte ich mir auf, wenn er eine Fliegende spielt. Denn Fliegende sind mir momentan ein Dorn im Auge. Wenn er eine Fliegende spielt. Die Landunits von ihm sind mir scheißegal, die kann ich blocken. Ich bin gespannt, er hat wieder zwei Karten auf Hand. Er spielt eine davon? Okay, die ist mir auch egal. So, damit werden wir dran. Ja, die können wir auch spielen. Ne, die ist jetzt nicht so wichtig. Die habe ich auch eigentlich drin für Ajani oder so. Das ist die natürlich auch sehr praktisch. Wenn wir die erste Runde spielen, dann Ajani und die dann einfach opfern. Das ist in der Side-Node Ajani. Ajani kostet 2 Mana. Ne, ja. Und die dann opfern. Ich habe auch die Anfrage bekommen, andere Decks zu zeigen. Leute, das kommt alles noch. Wirklich. Also ich habe auch vor, andere Decks zu zeigen. Das hier ist eher so auf Ajani aufgebaut. So Lebenspunkte und so ein Scheiß. Lebenspunkte klauen. Schuss vor welcher Farbe hast du dir jetzt gegeben? Vor Weiß? Ja, das bringt dir sehr viel. Guck mal. Als ob ich zulasse, dass du meine Lebenspunkte angreifst. Und dann opfern wir die. Die hat jetzt kein Ziel mehr. Die macht jetzt nichts, ne? Haha. Und du hast sogar noch einen Lebenspunkt verloren. Yay, jetzt habe ich die gerade auch einmal gezogen. Ich kann es nicht glauben, Leute. Wir haben echt gewonnen. Wir haben gegen unser Spiegelbild gewonnen. Und haben sogar noch eine geile Hand. Wir haben echt gewonnen. WTF. So einfach kann es gehen. Und ich muss mich da die letzten paar Züge so aufregen, ne? Meine Jüde. Ein neues Booster. Was ist drin? So einfach kann es gehen. Die ist nicht also die ist nicht schlecht. Wenn der Meteorit ins Spiel kommt, fügt er eine Kreatur oder einen Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte. Das erhöht der Mana-Vorrat um einen Mana. Ein sehr schönes Artefakt. Wäre richtig schön, wenn man jetzt noch eine Karte hätte, die andere Karten auf Hand zurückgibt. Jace hat so eine Karte schon mal gespielt. Könnte man hierauf auch einsetzen, wäre nicht schlecht. Die ausgerüstete Karte kann nicht geblockt werden. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur Schaden zugefügt wird, zerstöre sie. Okay. Hat Vor- und Nachteile. Was ist das denn? Wenn der Python-Titan stirbt, prägen ihn zu Beginn des nächsten Versorgungsmoments seines Besitzers unter dessen Kontrolle getappt ins Spiel. Ach so. Im Endeffekt stirbt er nicht. Sehr schön. Mich interessiert jetzt aber eins. Ich gehe mal kurz in die Deckverwaltung. Denn mich interessiert jetzt wirklich etwas. Vielleicht könnte ich so ein paar denken. Was? Was ist denn? Da. Dreimal habe ich die Karte im Deck. Er hatte sie zweimal auf der Hand. Das müsst ihr euch einfach mal auf die Zunge zergehen lassen. Ohne zu speichern, bitte. Einfach fortsetzen. Ah. Tja, aber wir haben es geschafft. Was bekommen wir dann endlich mal? Also, als nächstes bekommen wir dann endlich mal ein neues Duell. Morgen. Also, ihr morgen. Außer für die Leute, die es erst später angucken. In der Playlist oder so. Wächter der Katakomben von Onake. Den werden wir dann morgen. Für mich morgen, also für mich gleich, für euch morgen, für die, die es in der Playlist angucken, je nachdem, was das wollen, herausfordern. Ein Hinweis noch, ich habe bis jetzt auf Vorrat aufgenommen. Die Folge, die ihr jetzt seht, die habe ich gestern aufgenommen für euch.
Darum gehe ich jetzt erst auf Kommentare und so ein, weil der Rest auf Vorrat war. Ich werde jetzt auch wieder ein bisschen auf Vorrat aufnehmen. Ich wurde darum gebeten, die Parts auch wieder ein bisschen länger zu machen. Ich nehme pro Part ein Duell auf. Außer ein Duell ist nach 2-3 Minuten zu Ende, dann hängt noch ein Duell hinten dran. So, wenn ihr ein Part länger haben wollt, kann ich natürlich euch auch einfach noch 20 Minuten hier so ein Screens wie jetzt zeigen. Einfach nichts. Nein, aber ich will ein Duell pro Part. Es wären jetzt, wenn ich jedes Duell bestehen würde, nur noch 6 Parts. Wenn ich jedes bestehe. Für die Leute, die es sowieso erst angucken, wenn das Projekt beendet ist, die können jetzt einfach in die Playlist gucken und wissen, wie oft ich noch bestehe und wie oft ich versage. Also wie oft ich jetzt noch hintereinander verliere. Aber naja. Gut, ich danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.